Wir starten aber sofort die Aufnahme, weil an sich habe ich ja gar keine Zeit. Wir müssen ja ein bisschen was Pre-Production machen, deshalb werden wir jetzt relativ kurzfristig immer so halbe Stunde Pausen machen, um das alles so ein bisschen zu strecken, was damit zu tun hat natürlich, dass ich im Urlaub sein werde und auch weg ab dem 5. Und dann will ich ja schon noch so ein bisschen Programm haben, was so ein bisschen abdümpelt auf den Kanälen, während ich nicht da bin. Aktuelle Hitzewelle, Rimworld, aber ich weiß nicht, vielleicht werden wir heute auch den Monolithen auf die letzte Stufe ziehen und dann wäre das Let's Play ja, sag ich mal, mit den Anomalien durch. Wobei, man könnte noch das mit dem Mech machen, um, sag ich mal, auch diese Geschichte durchzuhaben. Weil wir sind ja insgesamt jetzt schon weit. Das sind 25 Tage, die er da drin hocken muss. Das finde ich so hart. Wenn wir halt Gliedmaßen nachwachsen lassen wollen, wie Finger und so weiter. Von der Figur. Guten Abend, Dragon. Grüß dich. Und auch mittelmäßig. Kreative Eingebung bei Yabu. Ihr tragt hier noch ein bisschen was weg. War, glaube ich, von einem Angriff. Erika kann wieder normale Soldaten rufen. Fleischbessing greifen an. Oh, mehrere Löcher werden sich auftun. Moin Hotte. Hallo Philly. Danke für deine Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Und das, obwohl ich dich einige Tage im Stich gelassen habe. Aber so ist das halt manchmal. Ach, Sarai war oben am Bohren. Bin's ja von dir gewohnt. Lüge! Ach, du hast dein Schwert wieder irgendwo hingelegt oder verloren. Warum war ich nicht da? Boah, antriebslos. Hier vom Rechner gesessen und gedacht, boah nee, irgendwie Stream anschmeißen, das wäre jetzt nichts für dich. Telegram. Wieder vergessen auszumachen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Wohlfühlen einfach so. Die Sache ist, ich will jetzt ja auch nicht depressive Episode immer nennen, sondern. Weiß nicht. Schon ein bisschen so die Vorsorge für die Reise. Aber das verstehen ja Leute. Die Leute sagen, wenn du reist doch, ist doch total super. Mach dir auch nicht so einen Kopf. Aber das kann ich ja nicht kontrollieren. Das ist ja automatisch einfach. Wobei, stopp!
Ach, jetzt ist er doch schon tot, ne? Muss aufpassen, sonst artet das noch zur Arbeit aus. Such dir einen Job. Ich habe auch heute theoretisch eigentlich tagsüber ein Video aufgenommen, aber dann war ich doch nicht so zufrieden mit der Aufnahme. Ich mache das morgen nochmal. Deshalb kam heute kein Video auf dem Hauptkanal. Normalerweise will ich ja Montag bis Freitag schon irgendwas veröffentlichen auf dem Hauptkanal. Und ich habe eigentlich für die Collectors Edition für Homeworld 3 was aufgenommen. Aber es hat mir am Ende nicht gefallen. Wir spielen Vanilla, weil diese Partie gestartet wurde, als wir... Oh, da lebt ja noch einer. Als das Add-on gerade rauskam. Ach, kaputt. Ach, verdammt. Und seitdem bin ich immer wieder mal dran, das zu spielen. Nee. Grube zuschütten. Wie sieht das denn vom Holz aus? Gar nichts mehr? Anscheinend. Muss Holz hacken. Ja, Bauteile nicht abgeholt, passt schon. Ich glaube, ich habe die Einstellung auf Gold hier noch, weil der bis jetzt noch kein einziges Mal Gold gefunden hat. Und vor allen Dingen, das wird auch dann irgendwo sein, wo du dann 200 Gold herkriegst oder sowas. Also eigentlich nichts. Biofried steigt inzwischen. Hier kommt wieder keiner putzen, weil mein Mech wahrscheinlich kaputt ist. Da muss wieder die ganzen Blutsachen wegputzen, die die Leute verbreitet haben. Oder einer der Ghule. Was möchtest du? Bin ich allein. Und mein Besuch hat mitbekommen, bisschen mein Hund hat mitbekommen, dass mein Besuch Essen geholt hat. Deshalb musste er jetzt mal eben kurz rüber in den anderen Raum. Als Proof noch keine 4 vorne, das hat nichts mit meinem Alter zu tun. Ohne Witz. Ich habe volles Haar, meine Libido ist okay, ich habe keine schwerwiegenden körperlichen Krankheiten. Deshalb alles cool. Kann mich eigentlich zufriedenstellen, beziehungsweise zufrieden sein. Bisschen mehr Sport wäre ganz gut, aber komme ich ja nie zu. So, was ist denn bei euch kaputt? Der Turban aus Alpaka-Wolle, der ist auch total im Arsch. Da macht den aus Teufelsgarn. Dann fackelt der wenigstens nicht ab. Kapuze aus Glattleder.
Was ist noch kaputt? Hier wäre es die Schutzjacke. Zwei Schutzjacken. Namens Sarolon, grüß dich. Im Chat. Dann kriegt er mal zwei Schutzjacken. Weil bis ich alle in Speer- oder Marine-Ausrüstung rumlaufen habe, vergeht ja eh noch Zeit. Dafür fehlen die Ressourcen. Hier oben war. Nee. Da sind nur die Bauteile. Die Mörsermunition ist hergestellt, EMP und HE. Oh, Gefängnisausbruch. Von beiden. Jetzt ohne Scheiß, die hat ein Schild, ne? Fällt einem zunächst ein. Nehmt die auseinander. Toll. Das ist eigentlich so ein gutes Gefängnis, weil ich habe zwei Sicherheitstüren vorne. Die haben Türen aus Stahl vor sich. Aber trotzdem weiß ich nicht. Vor allem Ausbruchsintervall nie. 62 Tage. Anzahl der Gefängnistüren. Was soll ich denn hier noch machen? Mysteriöse Fracht. Energiezelle, die 1000 produziert, oder Hightech-Bauteile. Oder Marinehelm. Achso, das ist ein Goldwürfel. Ein Würfel, der gut in der Hand liegt. Dieser goldene Würfel fühlt sich einladend warm an, wie ein vertrautes Haustier oder die Umarmung eines guten Freundes. Wer genau hinsieht, wird auf seine Aufmerksamkeit mit einem reizvollen Lichtspiel auf der behaglichen Oberfläche belohnt. Genusswelle. Macht die Leute glücklicher, aber verringert die Arbeitslust. Alles für den Würfel. Alles für... Ja, nimm den Würfel mit in dein Zuhause. Thank you.
Reichtum ist immer noch mittelmäßig. Naja, wir haben jetzt eine weitere Entität längst gefunden. Konnte ja nicht wissen, dass es einfach ein Würfel sein wird. Obwohl man auf den auf der Grafik vom Spiel ja sieht. Da wurde das ja mal kurze Zeit gezeigt, glaube ich. Da hält die den Würfel in der Hand. Ich glaube, wir müssen schon wieder Leute vergiften. Schon mal beladen. Hattest du schon mal einen Würfelwürfel? Ein Würfel in einem Würfel? Also ein Würfel mit 8 Ecken, halt 4 Ecken innen, 4 Ecken außen. Was ist los? Kriegst nichts zu essen? Aber wir haben doch gerade den goldenen Würfel bekommen. Also es wurde doch gerade der goldene Würfel geliefert. Deshalb haben wir doch über den Würfel gesprochen. Fies Mels Besessenheit mit dem Würfel hat ihn in die Trance versetzt. Er wird eine Skulptur bauen, um den wachsenden Druck in seinem Kopf zu lösen. Dies geschah aufgrund seiner Besessenheit zum Würfel. Baut eine Skulptur aus Schrott. Ja, mach mal ruhig. Alle macht den Würfel. Hey, das bringt sogar Attraktivität. Oh, Insektenplage. Genau da, wo letztes Mal auch schon Insektenplage war. Kein Problem, machen wir sofort. Sonst wird die Kolonie zu groß. Kein Bock drauf. Thank you.
geil. Warum gehst du nicht weg von denen? Du willst mich einfach nur verarschen, ne? Herausgerissenes linke Auge, linker großer Zeh weg. Waren das schon alle? Ja. Da drin hängt nur noch ein Meerschweinchen drum. Den Rest machen die Zombies. Mein Gott. Die denkt auch schon über den Tod nach. Ich glaube, ich werde sterben. Weil peripheres Sehen schwierig ist mit einem Auge. Und dreidimensional auch. Lebt hier noch irgendein Feind? Also immerhin, es hat nur einer... Okay, Saraya hat auch noch ein bisschen Schaden genommen. Aber generell ist nur eine Person schwerer verletzt worden. Den anderen geht es ja allen gut. Ich will ihn in den Ghoul verwandeln. Den Wilko. Der gammelt eh nur rum. Seine Werte sind jetzt nicht so geil, dass ich sagen würde, den brauchen wir jetzt. Ich habe den zwar genetisch ein bisschen verändert, ich weiß gar nicht mehr warum. Dann ist auch die Religion egal. Guten Abend, Matusator. Grüß dich. Du bist aber ein schöner Ghoul geworden. Und die Paralyse bleibt dann? Das ist aber doof als Ghoul. Kann ich den überhaupt füttern? Ah doch, die füttern den dann. Kann man Ghoulen Gene entnehmen? Gute Frage. Ich weiß es nicht.
Ach, jetzt will sie plötzlich einen Schutzhelm tragen. Die alten Dinger. Keine Personawaffen, keine Doomsday oder dreifache Raketenwerfer. Können wir ein paar Ressourcen aus den alten Gegenständen holen. So, Jabu weigert sich wieder, seine Arbeiten zu Ende zu führen, wie immer. Versklaven? Den Jabu oder andere? Der hier unten hat schon Glückslobotomie gehabt. Den habe ich nur wegen der Fähigkeit, Feuer zu spucken. Die muss ich ja auch irgendwie rauskriegen aus dem. Er ist Jabu, nicht Jabu. Der hat die Tage mit mir ab und zu mal WoW gespielt. Boah, es ist wirklich schlimm, übrigens. Also das Mist of Pandaria, wofür ich Werbung gemacht habe. Was vielleicht nicht jeder so geil fand. Aber ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Ich fand das Video gar nicht mal so schlecht für Werbung. Und was wollte ich sagen? Das ist halt wirklich so ein bisschen wie auch Crack. Ah, noch eine Statue aus Schrott. Weil es geht einfach alles so schnell und es ist einfach, weiß ich nicht, es fixt einen einfach schnell an bei WoW. Ich versuche jetzt nicht wieder Werbung zu machen, weil hier ist ja kein Werbelink oder sowas drin bei RimWorld oder bei Twitch gerade. Aber ich kann verstehen, warum das zurzeit so viele Spaß dran haben, halt ihren übermächtigen Charakter daraus zu ballern. Noch mehr Würfel. Die Bells Untersuchung des Goldwürfels hat noch mehr ergeben. Der Würfel kann jeden, der mit ihm in Berührung kommt, mental beeinflussen. Wer unter seinem Einfluss steht und von ihm getrennt wird, erlebt extreme Entzugserscheinungen. Die Belle glaubt, dass es eine Möglichkeit gibt, den Würfel zu deaktivieren, aber er muss weiter studiert werden. Wird ganze Lager später voll mit irgendwelchen Würfelskulpturen aus Schrott. Hast du schon Schutzhelme fertig? Nö. Weil
Jabo schon angefangen hatte, obwohl Erika die machen soll. Hat mal Erika schon 2 bionische Arme verpasst? Ja. Aber Erika... Warum bist du denn langsamer? Beeinflusst durch Beinprothese? Ach so, kein bionisches Bein. Das können wir ja ändern. Du musst jetzt deine neuen Beine auch irgendwie ein bisschen schräg seine eigenen Beine herzustellen. Bin wir glücklich mit Atommüll? Dieselben wie sonst auch immer, ne? Und die werden wiederkommen, um sich zu rächen. Wirf Interesse neugierig. Ah ne, weißt du, was wir forschen wollten? Bioregeneration. Damit ich den längeren Zyklus machen kann und vielleicht dem einen oder anderen so ein paar Körperteile wiedergeben. Die sind nämlich alle ein bisschen, wie soll man sagen, kaputt. So, Sandra braucht so einen Bohrarm. Weiß nicht, ob ich schon einen hergestellt habe zwischendurch. Weil das beschleunigt auch das Bohren an so einer, an so einem tiefen Bohrer. Ah, ja, aber fängt damit direkt an. Wobei die kann pflanzen, dann macht die einmal den Pflanzarm und einmal den Bohrarm. Die Feldhand. Guten Abend, Yarin, grüß dich. Alles gut bei dir. Das ist ekelhaft, wenn ich mal 1-2 Tage nicht da bin, bin ich voll nett. Was sollen die Scheiße? Danke fürs Folgen, Sandra. Würfelobsession. Da liegt noch ein Splitter unten. Wo ist der echte Proof? Ausgetauscht gegen eine KI, die eh viel besser ist als er. Vor allem in Spielen. So, alle Inhalte raus. Überlege ich gerade, okay, jetzt war Brettspielabend die Tage. Freitag war eigentlich ganz gut. Haben 3 weitere Abenteuer in HeroQuest geschafft. Aber wir haben zeitlich festgestellt wieder, es dauert jetzt fast 6 Wochen, glaube ich, bis man sich wieder trifft.
Das ist einfach das Geile, ne? Das ist einfach das Alter. Dann haben die Leute nicht mehr jede Woche Zeit für sowas. Also was passiert? Ne, man sagt, oh, ja, gucken wir mal das, den Termin, den Termin, den Termin. Und um 5 Leute am gleichen Tag zusammenzutrommeln, ist schon schwierig. Und der Gag ist, jetzt haben wir das zweimal gemacht. Eine Person ist hier rausgefallen, dann haben wir noch neue gefunden. Jetzt sind wir 2 Typen und 3 Damen. Und jetzt haben wir 2 Leute schon, die theoretisch auch Lust hätten, für die wir aber gar keinen Platz haben. Weil wir jetzt alle gesucht haben. Danke, Shenron, für dein Stufe 1-Up. Shenron. Shane. Reon? Ich bin nicht so gut da drin. Nicknames vorzulesen. Du sollst sie einfach wieder einblenden lassen. Na, mal gucken, wie wir es in Zukunft machen. Das Wichtige ist erstmal Hero-Quest durchspielen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, auch wenn ich es damals gespielt habe. Das ist halt einfach die Sache, es wird später schwierig. Shenron einfach. Ich habe es jetzt einfach mal durchgesprochen. Shenron. Philly, du heißt einfach Philly. Das ist ja wohl easy. Shenron hat so viele Möglichkeiten. Shane Rion. Shane. Shenron. Könnte ja auch skandinavisch sein. Irgendwas in die Richtung. Shenron. Schauen wir mal in die Weltkarte. Haben wir noch irgendwo Bauteile offen? Natürlich nicht. Können mal zum antiken Komplex, obwohl... Moment. Ja, jetzt ist Erika hier und macht die Schutzhelme, damit die Ersatz haben für ihre Klamotten. Ich werde jetzt diese Notizfunktion nutzen hier. Ne, die funktioniert gar nicht. Gibt's die bei Twitch gar nicht mehr? Hm. Ah, da. Kommentare zu einem Account hinterlegen. Nele. Hinzufügen. Das vergesse ich doch wieder. Ich habe kein Namensgedächtnis. Philly, du bist nicht doof, aber Philly ist ja ein einfacher Name. Mal mehr Zuschauer, mal weniger. Wenn ich mal wieder einen Streaming-Plan habe, könnte es mehr sein. Oder demnächst, wenn wir wieder Event haben. Ach, da muss Erika mit dem reden. Ah ja, Erika verweigert ja sozial. Hab ja so einen geilen Move gemacht. Als sie den Titel geerbt hat, habe ich nicht drauf geachtet.
das Stellaris-Event vor einem Jahr. Moment. Es gab aber jetzt schon wieder eins. Wir haben nur letztens noch eins gehabt. Davon habe ich nicht geträumt. Ja, aber es ist nächsten Monat, nee, übernächsten Monat, wenn ich aus... Scheiße. Ich glaube, ich habe den Brettspielabend auf den Tag gelegt. Fällt mir gerade ein, da muss ich nochmal nachgucken. Nee, übernächsten Monat ist dann Victoria 3 Multiplayer-Event. Aber auch RP-mäßig wieder, da muss ich mir noch Gedanken machen. Da muss ich ja einen richtigen Staatschef spielen. Ich hab's auf YouTube zwar hochgeladen, ich hab's noch nicht veröffentlicht gehabt. Kommt jetzt ein Shuttle, der sie abholt, dass wir, da. Dann wird zwei Leute für die Ernte, den mitgeben. Komm, am besten Felsmel, weil der ja, vom Würfel besessen ist. Schicken wir den erstmal weg. Nesarei soll ja ihre neuen Arme bekommen. Kathryn ist zurzeit eh so angeschlagen. Hat mittlere Schmerzen, dann sollen die sich um die kümmern. Blup. Aus den Augen, aus dem Sinn. Welchen stereotypischen Staatschef könntest du am besten spielen? Das weiß ich nicht. am besten würde ich sagen, am besten würde ich mir so einen spanischen Dialekt aneignen, bis dahin. Fidel Castro. Passt ja nicht zu der Zeit. Schade, dass ich damals einem Kollegen das Diktatorenquartett habe ich dem geschenkt. Jetzt könnte ich das selbst mal gebrauchen. Da waren ganz gute Inspirationen drin. Lass sie dir die USA geben und dann Trump-Cosplay zum Event. Würfelskulptur aus Dreck. Der Reishelm ist zerfallen. Wir müssen jetzt aber wirklich ganz hart den Cut machen bei 45 Minuten, weil sonst schaffe ich das nicht mehr vor meiner Reise hier ordentlich noch für YouTube zu produzieren. Deshalb, wir sehen uns in der nächsten Folge morgen auf YouTube wieder und im Stream machen wir einfach weiter.